Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge The Forest beim Jag. Ja, das bin ich. So, wir sitzen jetzt hier immer noch im Wald. Es wird komischerweise jetzt etwas heller schon. Denn ich war jetzt die ganze Zeit im Pausenmenü. Hatte nur mal eben an den Farbeinstellungen mal ein bisschen geschraubt. Ich hatte also die Pause ein bisschen genutzt. Wieso können wir nicht weiter? Ach, jetzt stehen wir ja hinter der Bank. Ja, stimmt. Er setzt sich ja hinter die Bank ins Freie. Jetzt müssen wir bloß aufpassen, dass wir nicht in unseren, da liegt da, unseren Haufen treten. Ganz schön harter Brocken. Nein, das sollte jetzt keine Anspielung für irgendwas sein. Falls jemand da irgendwie denkt, ich mache da jetzt irgendwie... Nee, mache ich nicht. So, ich würde sagen, wir bleiben erstmal hier, weil ich finde diese, wie gesagt, diese Fläche eigentlich ziemlich geil, um was hinzubauen. Und ich hatte auch gerade so die Gelegenheit, denn ich habe es unseren Protagonisten, ich war mal kurz in einer Pause. Hat jetzt etwas länger gedauert, weil ich hatte mir gleichzeitig noch ein paar... Notizen gemacht, was mir gerade noch so anfiel, was man hier noch vielleicht gebrauchen könnte, wenn man baut. Denn ganz ehrlich, dieser Baumodus ist einfach geil. Ja, da rennt wieder ein Kaninchen weg. Und hier wächst auch nichts großartig, das ist das Schöne. Dass hier kein Gestrüpp weit und breit irgendwie auf der Wiese wächst. Ich meine, gut, das kann jetzt beim Neuladen natürlich wieder ganz anders aussehen. Aber erstmal finde ich das ganz gut so. Wir sind in Strandnähe. Okay, hier unten sind wir. Dann müsste da mittig jetzt irgendwie die der Strandhöhleneingang sein. Wow. Ja doch, gefällt mir, hier zu bleiben. So, die mal eben geschnappt. Und es laufen hier auch ein paar Sachen rum. Nee, was ich mir also jetzt überlegt habe, wäre... Ein Gebäude? Ach was. Oh, sieht natürlich geil aus. Also jetzt die Lichtung jetzt so zu lassen. Oh, wir tanzen mit den Bäumen. Tanzen mit den Bäumen. In der Mitte also eine Treppe, ein Treppenhaus zu haben, also eine Wendeltreppe zu bauen. Das würde mich interessieren, ob das möglich ist. Also nicht so wie letztes Mal, dass wir zickzack eine Treppe bauen, sondern halt so wirklich so wendelig hochbauen. Und das Ganze dann, also ziemlich eng bauen. Dass sie sich wirklich richtig schön hochwendelt. Dann so in einer Höhe von 2 Stockwerken, eine Plattform bauen. Die jedoch dann, ein bisschen auskragt. Das heißt also, dass die ein bisschen übersteht, dass wir da quasi wie so einen kleinen Balkon haben. Von dem wir ein bisschen auch mit, Pfeil und Bogen, ich finde es einfach, Pfeil und Bogen finde ich einfach schön. Ich brauche Federn. Entschuldigung. Wo ich gerade Pfeil und Bogen sagte. Weil die Ausbeute bei den kleinen Piepplätzen ist ja wirklich nichts. Schlamm auf meine Haut. Ja, eine Vogelleiche, aber die verschwindet ja dann auch irgendwann mal wieder. Aber mitnehmen können wir die, glaube ich, noch nicht, ne? Mir wird ja auch nichts angezeigt, irgendwie ein E oder so. Ja, Entschuldigung, tut mir echt leid, dass ich dich jetzt auch nochmal berauben musste. Also ethisch ist das Spiel ja sowas von schlecht. Sowas kann man ja gar nicht unter die Leute bringen, das gehört verboten, sowas. Und dann halt quasi, das Gebäude stelle ich mir so vor, wie das ehemalige Astra-Hochhaus in Hamburg. Also von der... Es gibt da ein Getränk, was ja doch ein wenig auch dann in den Kopf steigt und was natürlich ganz gefährlich ist. Und die hatten da in Hamburg ein Hochhaus, was so aussah wie ein Glas mit einem Stängel unten dran. Sowas in der Art stelle ich mir auf diesem Plateau vor. Und wenn ich nicht langsam aus dem Arsch komme, dann passiert da gar nichts. Ich muss jetzt bloß mal... Huch. Bloß schon wieder geschlammt. Also eingeschlammt. Nur mal überlegen, wo jetzt ungefähr so die Mitte ist. Ich probiere das einfach mal so aus. Ich gucke jetzt also wirklich... Oh. Nein, nicht laufen. Dreh dich mal. Vielleicht dann doch wieder ein bisschen nach da.
Vielleicht gehen wir wieder einen auf den Hinterkopf. Donk. So vielleicht. Könnte das ungefähr das Zentrum der Lichtung sein? Also architektonisch ist das ja, also, das ist angewandte Geometrie vom Feinsten. Als wenn ich es gelernt hätte. So, dann baue ich hier mal das erste Podest hin. Bleibt doch mal da sitzen. Nicht. So. Ah gut, dann nehme ich den Vogel da mal als Maß. Ach ja, ich habe an die Farbeinstellung geschraubt. Wir haben jetzt irgendwie Blockbuster. Schlag mich tot. Epic? Nee. Blockbuster modern? Also einer von diesen beiden Blockbuster-Dingern ist auf jeden Fall. Der untere welche. Custom Building. Ich will es einfach mal ausreizen. Das ganze System jetzt wirklich nochmal auf die Spitze treiben. Wenn da der Strand ist, so. Da wollte ich das auf den Vogel setzen, der jetzt nicht mehr da ist. So. Ja, ich war schon wieder zu weit. Ich habe auch eine Vorstellung, in welche Richtung ich laufe. Ich habe da so einen kleinen Knall, von wegen Uhrzeigersinn und sowas. Soll dann schon die Treppe in die richtige Richtung laufen? Alter, ich höre doch hier was. Ah, wie geil. Drauf da. Genau. So, darf die Treppe jetzt, darf das Podest jetzt schon? Nee, eigentlich nicht. Es ist ja noch so, ah, scheiße, wir können da auch noch nicht durchlaufen. Ah, das wird schon knifflig, also jetzt so einen Turm zu bauen, weil ja die, genau. Das wollte ich nämlich auch mit aufführen. Das hatte ich noch ganz vergessen. Dass die Elemente so, dass die Elemente nicht solid sein dürfen. Das heißt, wenn man jetzt also so einen Turm baut, dass man dann schon quasi auch durch die Elemente durchlaufen kann. Das kommt man ja nie nach oben, weil immer irgendwie eins von diesen Blaupausen im Weg ist. So, dann kommt hier jetzt noch eine Treppe vor. Aber ich baue jetzt erstmal das Ding. Aber ich muss da oben schon mal... Obwohl, das kann ich auch später machen. Dann setze ich später nochmal da eine Blaupause rein. Ja, es wird dann auch wieder so ein Rumgepassel-Ding da, wie das auch alles hinkommt. Alles dann perfekt aufeinander sitzt. Sind wir dann eigentlich weit von dem anderen Höhleneingang weg? Dann würde ich mal die Stämme holen. Aber ich glaube ja, ne? Das war, glaube ich, an dem ersten, wo wir die hatten. Jetzt haut doch ein Kanickel auf. Ja, klar. Schön wieder Aufmerksamkeit erzeugt, erregt. Scharnipsel. Keine Sorge, nach dem Neuladen ist das alles wieder Vergangenheit. Also meinen Baumkreis würde ich jetzt ganz gern stehen lassen. Ach nö. Kaum was getan und schon wieder... Wir haben die ganze Zeit auf der Bank gesessen. Sind wir jetzt schon wieder Hunger? Aber
fällt gerade noch was ganz anderes ein. Moment. So, alles gut. Oh. Sagt mir auch keiner was, ne? Ist ja mal wieder gut, dass wir eh in die Richtung müssen. Oh, Scheiße, das ist fast unser eigenes Feuer. Also, so eine Dame mit 9 Frames zerlegen, das ist irgendwie auch böse. Ach ja, diese schöne Framerate, ey. Ich weiß nicht, was ich mit der noch machen soll. Absolut nicht. Aber irgendwie finde ich auch diese, egal welche... dazu. Dann sollten wir vielleicht für die Lichtung stehen lassen. Wenn nach hinten weitergehen. Mir kommt es auch so vor, dass die diese Farbfilter, die man drüber legen kann, alle insgesamt so ein bisschen milchig sind. Ich glaube, ich nehme den gleich mal wieder raus. So, Options, Farbfilter, Blockbuster warm war das genau. So, gehen wir dann mal wieder ins Original. Ja, ist alles wieder sehr, sehr weit runtergeschraubt hier. Weil ich es einfach nicht... Hallo. Weil ich einfach nicht weiß, woran es liegen kann, dass... komm. Ja, wieder normal. Wird aber auch nicht viel ändern. Obwohl ich das jetzt so anschaue, wirkt halt die Originalfarbe auch sehr, sehr blass. Und Framerate-technisch läuft das jetzt auch nicht so. Oh, es ist hell. Das soll original sein? War das schon mal so? Ah, das Blöde ist natürlich, dass wir hier jetzt noch keinen Speicherpunkt haben. Aber 10 Frames, 11 Frames finde ich jetzt echt schon ziemlich scheiße, wenn es durchgehend so bleibt. So. Wisst ihr was? Ich setze mich hier mal nochmal eben auf die Bank. Okay, siehst du ja eh gerade in der Endlosschleife, so wie es aussieht. Gut, setzen wir uns da mal eben hin. Und dann sehen wir uns gleich wieder. Ich gehe eben zurück, speichere, fahre den Rechner runter, fahre den Rechner wieder hoch und... Ja, dann hoffe ich, dass ich die gleiche Position wieder erlange und dann, ja, bis gleich. Thank you.
So. Da sind wir wieder. Oder ich bin wieder da. Merkwürdigerweise ist noch immer... Ach, ich muss jetzt mal kurz hier mein... Das Ding nochmal neu starten. So. Merkwürdigerweise ist hinten bei der Hütte eine höhere Framerate als hier vorne. Das fand ich jetzt irgendwie etwas strange. Und hier vorne ist nur am Ruckeln. Also ich werde auch jetzt diese Folge halt noch fertig machen. Und danach wohl dann auch abbrechen mit der Session. Und erstmal gucken, was hier überhaupt los ist. Aber bis dahin will ich zumindest noch ein bisschen was vorne an Blaupausen hinstellen. Und auch ein bisschen bauen. Deswegen versuche ich jetzt erstmal... das? Nicht so weit. Scheint ja auch mal wieder alles richtig geil zu funktionieren. Also ich bin jetzt momentan ein bisschen angepisst, muss ich ehrlich sagen. Weil das, was hier gerade wieder abgeht, das zackt irgendwie. Mein Rechner scheint sich irgend mit was rumzuquälen. Also der jammert da im Hintergrund irgendwie rum. Und das kann echt nicht vom Spiel kommen, denn normalerweise ist der nicht so... Fällt er sich nicht so. Eigentlich nicht. Gar nicht. Wahrscheinlich kommt gleich wieder so ein Windows-Update rein, das mir alles wieder hier zusammenbrechen lässt. Weil es mal wieder irgendwie total wichtig... Leck mich am Arsch. Total wichtig fühlt. Und dann wieder meint, ein Neustart ist jetzt absolut wichtig. Das darf nicht umgangen werden. Ich muss hier durch. Platz. Ich bin Windows. Kann ich nicht ab. Wenn man mir so ein verficktes Programm für eine Vorschriften machen will. Wann ich was zu tun und zu lassen habe. Also, geht gar nicht. Na gut, ich hoffe mal, dass es mein das Jammern von der Karre nicht irgendwie zu stark im Hintergrund hört, dass das ganz gut wieder raus nehmen kann. Was wollte ich jetzt? Ich wollte eine Treppe noch davor bauen. Weil das stört einfach. Das sind hier dermaßen auch durch die Lautsprecher durch. Durch die Kopfhörer durch. Nee, ist es gut, dann können wir das von vorne irgendwie dran kloppen. Ja, ich möchte gerne ein bisschen drauf gucken können, irgendwie. Ja, so richtig geht es ja auch nicht. Die Sicht wäre halt auch cooler jetzt beim Craft, ne? Wenn man so einen kleinen Plan hätte, wo man einfach ein kleines Buch hat, wo man seine Skizze reinknallt. Ich hoffe, das reicht. Jetzt wird schon wieder Nacht. Ich glaube, mein Schwein pfeift. Zumindest wird das jetzt erstmal der Hauptturm in der Mitte. Von dem dann alles abzweigen soll. Später mal. Ach, wir brauchen wieder einen. Kann ich den wieder zurückschmeißen.
So, und hier hinten müsste jetzt nochmal ein Podest dran. Ja, genau. Entschuldigen Sie, Sir. Ma'am. Aber Kanickel nur wieder fixen Fußes unterwegs. Oh, Mist. Verarsch mich nicht. Alter, das gibt's doch nicht. Die will ich nicht. Die will ich nicht, die will ich nicht. Die will ich nicht. Ist natürlich toll, jetzt sehen wir hier gar nichts mehr. Ich sehe jetzt nicht mehr mein Standing Fire. Geile Schreie auf jeden Fall. Zweite Schrei ist cool. Ist das ein echter Baum? Geh weg. Ich hab zu tun. Oh. Blockt mal wieder nicht, der Wichser, ey. Alter. Ja, hier, komm. Geh mal zu der da. Dann könnt ihr auch richtig schön im Fackelschein mal ein bisschen... Ach nee, ist ja auch eine von der Sorte. Ja. So ein Piss, ey. Okay, so kann man natürlich auch zu seinen Kanickeln kommen. Und einfach mal wartet, dass sie ins Feuer laufen. Auch cool. Oh. Nur bitte nicht zwischen meinem Essen. Ah, dieses ganze Rumgezeter hier. Audacity-Rechner ist ja nicht Audacity, ist der Router, an den das dranhängt.
Ja. Nimm's. Also er kämpft gerade der kämpft gerade unter mir, als wenn. Also der Rechner kämpft gerade unter mir, als wenn ich da irgendwas konvertiere, als wenn ich da irgendwelche Sachen rendere oder so. Der fährt also echt auf vollen Touren. Naja, gut. Ich brauche hier eben nochmal eine Fackel hin. Oh, jetzt ist ja ganz schön hell geworden. In unserem Dingens hier. Ah, ich wollte das doch an den Baum setzen, jetzt sehe ich nichts. Mann. Im außen stehenden Baum, der. Ach, komm's hier hin. Da, so. Zack. Zack. Also, ich habe das Gefühl, er reagiert auch langsam und macht auch ganz komische. Dinge. Vielleicht sollten wir überall so ein kleines Feuer noch daneben bauen, damit die Viecher da reinlaufen. Ist ja nicht die Idee. Aber nicht so. So. Nee, auch dieses tausendfache Geraschel eben, wie das Feuerzeug weggesteckt hat, ist alles nicht normal. Ich meine, das ist hier schon normal. Ich dachte mir schon, hier liegen haufenweise Leichen rum. So, dem habe ich mir die Mühe erspart, da hochzukrabbeln. Das ist ja auch immer sehr anstrengend. Also Viehzeug ist hier wirklich viel. Klar, ein paar Möwen könnte ich jetzt noch gebrauchen. Die hier noch so rumfliegen. Okay, so. Hier nochmal eben fix die Baupläne hingeflankt. Bin ich froh, dass man die Dinger wieder wegreißen kann. Scheiße. Mädels, seid doch mal hier. Möchtest du was auch mal sehen? Hm? Oh, Mist. Also diese Erneuerung mag ich wirklich. Auf, die steht gleich wieder auf. Ey. Ah, es geht weiter. Scheiße, ich sehe sie nicht. Wo denn? Oh, da.
Ja, leider des Nachts kann man nicht allzu viel bewundern. Vielleicht sollte ich hier vorne auch nochmal einen Standing Fire hin platzieren. Sonst hätte ich so viel Material empfehlen, hätte ich jetzt aber auch nicht gedacht. Ei, wie viel haben wir denn jetzt hier? Meine Fresse. Ja, da hinten zwei. Kein einziger Kerl in der Nähe. Okay, sie scheint jetzt auch durchs Feuer laufen zu können. Auch durch Bäume laufen zu können. Die scheinen jetzt auch wie alle durch Bäume laufen zu können. Hä? Alter. Oh, volles Rudel. Ich traue mich jetzt auch irgendwie gar nicht, die Axt wegzunehmen. Falls dann doch das Blocken wieder nicht funktioniert, dann sind wir ganz schön am Arsch. Was macht sie da? Sie rennt direkt durchs Feuer, was hier irgendwie aber auch nichts ausmacht. Rennt und brennt und das ist jetzt irgendwie auch alles ein bisschen komisch. Oh, Zicke. Oha, ich muss aber auf die Zeit achten. Apropos Zeit. Es wird wohl Zeit. Sieht man sowieso mal wieder. Zu unserem Schlafplatz zurückzukehren, damit ich jetzt auch mal mich um das System kümmern kann. Aber zumindest haben wir die Nacht rumgekriegt. Das heißt, ich brauche bloß speichern. Und dann, wie gesagt, prüfe ich erstmal nach, was hier los ist. Schick, Kartons. Und dann werfen wir jetzt nochmal einen Blick auf die Mutanten. Beziehungsweise die Ecke, wo letztes Mal die Mutanten gesichtet wurden. Oder vorletztes Mal vielmehr. Aber hier sind. Wie es aussieht. Keinen mehr im Start. Vielleicht war es auch ein Versehen, dass die irgendwie anstatt in die Höhle wurden, die halt nach hier oben projiziert. Man weiß es nicht. Man steckt ja nicht, wirklich nicht dahinter, was mit dem Spiel manchmal so vor sich geht. Genauso wie halt eben gerade die eine Dame nicht, dass sie zwar gebrannt hat, aber dadurch keinen Schaden genommen hat. Dass die andere wiederum durch einen Baum laufen konnte. Das ist ja alles nicht ganz so original. Ich lasse mir nochmal eine kleine Verschnaufspause und dann joggen wir nochmal den Rest. Aber was auch immer ist, unsere Hütte steht noch.
Ich hole mir eben noch ein bisschen auf. Das Geschirr auch weg. So, so Maggi-Kraut da, genau da wo ich penne, will ich auch nicht haben. Oh, da nochmal gucken, da nochmal gucken. Ja, ich weiß, ich trödel schon wieder rum. Gut, ich kümmere mich erstmal um das ganze System, um die ganze Geschichte, warum das hier so bescheiden läuft. Jetzt sind wir wieder an unserem alten Platz, jetzt läuft die Sache wieder rund. Ich verstehe es nicht. Egal, ich schaue mir das Ganze nochmal an, check das Ganze nochmal durch, wie gesagt. Und würde mich trotz der Eskapaden, gerade in dieser Folge, freuen, wenn ihr wieder mit dabei seid. Ich gelobe Besserung. Ich gelobige. Nacht. Ach nee. Ich speichere nur. Tschüss.